Hallo und herzlich willkommen bei Vivat Vinum. Was gibt es Schöneres, als die Herbstzeit bei Maroni und einem guten Glas Rotwein zu genießen? Und damit Sie wissen, woher die dafür bestens geeigneten edlen Tropfen stammen, besuchen wir jetzt das Weingut Gesellmann in Deutschkreuz. Tiefrote, extraktreiche Weine in absoluter Top-Qualität. Dafür steht der Name Gesellmann seit Generationen. Schon im Weingarten werden die Reben bestens betreut und mit viel Know-how und Leidenschaft von der ganzen Familie zu Top-Weinen gekeltert. Weine, die man stolz präsentiert und ab und zu mit Freunden verkostet. Ja, unser wichtigster Wein im Haus ist sicherlich der Opus Eximium. Opus, lateinisch das Werk, Eximium außergewöhnlich, herausragend und somit das herausragende Werk des Hauses. Cuvée aus rein österreichischen Rebsorten, Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt. Der zweite wichtige Wein ist der Bellarex. Bellarex ist jetzt das Pendant zum Opus Eximium, das Cuvée der internationalen Rebsorten. Das ist jetzt Cabernet Sauvignon Merlot, ausgebaut auch in kleinen Eichenfässern in Barrix. Eher ein mächtiger, wuchtiger Rotwein, der was auch sehr lange reifen kann. Und unser absolutes Top-Produkt ist der G wie Gesellmann, der Wein aus den ältesten Rebstöcken des Hauses, bis zu 80-jährige Rebstöcke aus Blaufränkisch, 95% und 5% St. Laurent. All diese Weine wurden schon vielfach prämiert und das sowohl national als auch international. Zurückzuführen ist das auf kompromisslose Weinqualität, der sich schon Engelbert Gesellmann verschrieben hat. Das Wichtigste von der Weinproduktion, der Wein kommt vom Weingarten. Wenn man was Gutes vom Weingarten bringt, muss man natürlich schauen, dass man das auch im Keller behält und schauen, dass man das pflegt und weiterbringt. Das Weinjahr beginnt mit dem Duft der zarten Weinblüten Anfang Juni. Junge Triebe strecken sich nach der Sonne. Kleine Käfer und Bienen sind unterwegs und bestäuben fleißig die winzigen Blüten bei strahlendem Sonnenschein. Saftiges Grün prägt jetzt die Landschaft rund um Deutschkreuz. Der lehmige Boden hat im Frühjahr genug Wasser gespeichert, um den nahenden Sommer gut zu überstehen. Die Bedingungen sind somit optimal für die Hauptsorte des Mittelburgenlandes, den Blaufränkisch. Ja, grundsätzlich vom Klima her sind wir wie überall in Österreich kontinentales Klima, das heißt trockener, schneearmer Winter, trockene, heiße Sommer, unterbrochen durch Gewitter. Und sonst gibt es eigentlich Niederschlag in erster Linie im Frühjahr und im Herbst. Wie ist der Boden beschaffen? Ja, grundsätzlich eher schwerer, lehmiger Boden. Das ist ja ganz typisch für das Mittelburgenland. Das bewirkt auch, dass die Böden sehr wasserhältig sind. Das heißt, wenn trockene Jahre sind, ist es sehr gut. Im Herbst ebenfalls sehr gut, weil der Boden eher kühl ist. Dadurch auch die Weine die gewisse Würze, auch die Mineralität mitbekommen. Und das schmeckt man dann auch. Man erntet gesunde, kräftige Trauben, vollreif und aromatisch. Ein Gaumen- und Augenschmaus, der da handverlesen in den Keller kommt. Trotzdem werden die Trauben nochmal einer gründlichen Kontrolle unterzogen. Denn vergoren wird im Hause Gesellmann wirklich nur das Beste. Und manches davon erfährt zusätzlich noch eine Spezialbehandlung. Ja, das ist unser bester Blaufränkisch, ein Wein aus der Lage Hochberg. Und Vergärung in dem kleinen Holzfass bringt, dass die Weine mehr Frucht bringen von der Rebsorte. Dann auch die Weine werden eleganter, werden feiner, werden eher leicht zugänglicher, werden mineralischer. Die Verweildauer in den Holzfässern ist circa 4 Wochen und dann wird die Maische abgepresst. Vorerst aber muss das Ende der Weinlese mit der ganzen Familie und den Lesehelfern gefeiert werden. Adomarsch heißt dieses Fest in Deutschkreuz, bei dem ordentlich aufgetischt wird. So, mit dem heutigen Abschluss vor dem Weinlesen möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Mithilfe, für das gemeinsame Arbeiten und wünsche mir mit einem Glas Rotwein zum Wohl. Prost! Jetzt müssen die Weine in Ruhe reifen. Und auch das passiert stilvoll in einem eigenen Barrique-Raum, der sich im Haus Gesellmann nicht etwa im Keller, sondern neben dem Verkostraum im ersten Stock befindet. Der Raum ist klimatisiert. Wir haben da 16 Grad Celsius. Zusätzlich wird auch die Luft befeuchtet. Also wir haben hier um die 70% Luftfeuchtigkeit, damit der Wein schön gleichmäßig reift. Wir haben die Philosophie,
alle Weine, speziell die Rotweine, in Holzfässern auszubauen. Das heißt, die klassisch ausgebauten Weine reifen bei uns im großen Holzfass. Das sind Eichenfässer aus österreichischer Eiche, wo der Wein zwischen 6 Monate und 12 Monate reift, um dadurch seine Ausgeglichenheit, seine Einheit zu finden. Und die zweite Stilistik ist dann die Weine, die was im kleinen Holzfass reifen, in dem Barrix. Barrix aus französischer Eiche, wo die Weine eher kräftig, wuchtig ausgebaut sind. Damit hat man schon vor mehreren Jahrzehnten begonnen, als Engelbert Gesellmann den Opus Eximium aus der Taufe hob. Eine Cuvée, deren 20. Geburtstag man in Wien mit einem Galadiner feierte, bei dem alle Jahrgänge zur Verkostung standen. Das finde ich sehr spannend, weil es zum einen natürlich die Geschichte des Weinguts zeigt und zum anderen aber auch eine Geschichte des österreichischen Weinbaus in den letzten 20 Jahren. Von 1988 bis heute ist sehr viel passiert und man kann das sehr schön nachvollziehen an einer Vertikale, die über 20 Jahre geht. Es zeigt, dass der österreichische Rotwein sehr haltbar ist. Ja? Und Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit hat was mit der Qualität zu tun, mit hoher Qualität zu tun. Und so Verkostungen wie diese zeigen das wunderbar. Offensichtlich ist man auch im Ausland begeistert von der Qualität der Weine aus dem Weingut Gesellmann. Wenn man aber nun doch schon so erfolgreich ist, welche Ziele hat man dann für die Zukunft? Wir wollen den Betrieb natürlich weiterentwickeln in Bezug auf Qualität. Wir wollen den Charakter der Weine stärken, das heißt, wir gehen sehr auf den Weg des naturnahen Weinbaus, aber natürlich auch in Verbundenheit mit Tiefe der Weine. Das heißt, die Weine müssen die Region widerspiegeln und das wird uns mehr gelingen mit den eigenständigen Rebsorten, mit den autochthonen Rebsorten wie Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt. Back to the roots lautet also die Devise, um die hohe Qualität zu halten und wenn überhaupt möglich noch auszubauen. Und genau das lieben auch die Gäste des Hauses, die das Weingut bei diversen Festen und Feiern förmlich belagern. Denn gute Qualität wird unter Weinfreunden immer hoch geschätzt. Wenn auch Sie gerne mal guten Wein verkosten und nebenbei vielleicht auch mal Filmluft schnuppern wollen, dann begleiten Sie uns doch einfach zu Dreharbeiten. Alle Infos dazu finden Sie auf vivatvinum.tv. Ich freue mich auf Sie. Tschüss, bis dann.